So, bevor ich wundere, warum ich hier schon draußen bin, ja, das Spiel ist mal wieder abgekackt. Und das bricht mich so langsam ein wenig an, weil ich nicht rausfinde, woran es liegt. Ja, was passiert? Ich bin auf Deutsch aus der Höhle raus und hier rumgegangen. Hab noch zwei von diesen geilen, süßen Ratten erledigt und das war's. Das heißt, wir werden jetzt die Quest wegbringen. Und ich hoffe, das läuft jetzt durch, das Spiel. Also langsam verzweifle ich echt, wenn irgendjemand von euch, der das guckt, das Spiel bei Steam gekauft hat, beziehungsweise über Steam das allgemein bezieht oder zockt. Ich wäre für jeden Tipp dankbar, den er mir geben kann, warum das Spiel abschmiert unter Windows 7, 64-Bit oder keine Ahnung. Ob es mit ATI-Grafikkarten zu tun hat, mit der Nvidia Physics. Falls ihr wisst, warum, schreibt bitte in die Kommentare. Du bist wieder da. Hast du die Mallrats erschlagen? Also ein bisschen freundlicher schon, mein lieber Knut, ja? Die Mallrats sind tot. Deine Felder wieder sicher. Gut. Ein wenig Dank hätte ich schon erwartet. Ja, ja, danke. Kann es sein, dass Groma dich auch zu Melgans Grab geschickt hat? Wie kommst du darauf? Jemand hat einen Krug mit Galwachöl in der Gruft angezündet, um die Mallrats nach draußen zu treiben. Verwendest du das Öl nicht, um Wildtiere von deinen Feldern zu verjagen? Und wenn es so wäre? Halt dich von Ivy fern, Knut, sonst bekommst du Ärger. So langsam schmeckt mir der liebe Knut aber auch ein wenig. Mach dir noch einmal Stress, dann ist hier zappenduster. Das kläre ich, aber erstmal gehen wir zu Papa immer bös. Und werden ihm den Dolch übergeben, damit er uns unsere nächste Aufgabe geben kann. Wenn er sich schon immer so haben muss. Hast du Melgans Dolch? Aber sicher. Hier ist Melgans Dolch. Nun gut. Die erste Prüfung war auch die leichteste. Was ist die zweite Prüfung? Du musst zeigen, dass du Ivy beschützen kannst. Willst du gegen mich kämpfen? Nein. Am Bergweiher hat sich ein Schmuggler bereit gemacht. Vertreib ihn von unserer Insel und bring mir seine Waffe als Beweis. Das Tor zum Bergweiher ist verschlossen. Wenn ich den Schmuggler vertreiben soll, brauche ich den Schlüssel. Ja, das stimmt. Hier hast du ihn. Und jetzt geh. Das war natürlich einfach. Und wir haben ein Level Up. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Drücke K zum Öffnen des Fähigkeitenmenüs und verteile deine erhaltenen Fähigkeitspunkte. Durchklicken auf die Plus- und Minus-Symbole neben den Fähigkeiten und verbessere so deinen Charakter. Aber natürlich werden wir das machen. Hallo, guten Tag. So, einmal auf KI knüppelt. So, Entschuldigung, wenn ihr wisst, was ich hier skillen soll, das heißt, ihr, die wahrscheinlich das Spiel schon kennen, beziehungsweise die das ein bisschen mehr Ahnung haben, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde dem gerne folgen, ansonsten werde ich erstmal die drei einzeln skillen. Mein Level ist zu niedrig, aber ich habe da hier gedrückt. Okay, dann haben wir das so. Speichern. Hier haben wir einmal eine Auswahlattacke. Überbrückt automatische Distanz zu Gegnern, die zu weit weg sind, für die einen normaler Schlag benötigt. Für einen normalen Schlag benötigt. Level 1. Lass auf einen Nahkampfangriff exakt eine weiteren folgen, wenn deine Waffe aufleuchtet, um eine kunstvolle Kombination auszuführen. Jeder einzelne Schlag benötigt 6 Ausdauer. Zweihandkombinationen bestehen aus weniger Schlägen als Einhandkombination. Benötigt Level 1. Zoom näher an den Feind zum Aufziehen eines Bogenschusses. Was? Zoome näher an den Feind beim Aufziehen eines Bogenschusses durch Drücken der Zoom-Taste. Benötigt Level 1. Okay. So, das haben wir gespeichert. Da haben wir den erstmal abgehakt. Und dann geht's weiter. Richtung Türchen. Und dann werden wir das mal aufschließen. Ach, da kommt ja schon unsere Angetraute. Ich wollte euch belauschen, habe aber nicht alles gehört. Was will mein Vater jetzt? Er hat mir den Schlüssel gegeben, den du mir sonst immer aus seinem Nachttisch klaust. Warum? Ja, weil er eine Pfeife ist. Ich soll Diego von der Insel vertreiben. Das wird aber schwierig. Ich red mal mit Diego. Vielleicht fällt ihm was ein. Gut wär's, würde ich sagen. So, dann mach mal die Tür auf, mein Junge. Alles klar, so weiter geht's. Mal gucken, wie Diego aussieht, wer das ist. Und wie wir ihn von der Insel vertreiben können. Anscheinend kennen die sich, so wie sie zumindest sprechen.
hört sich das nicht unbedingt so an, als ob die Feinde sind. Aber ich lasse mich mal überraschen. Ich werde es natürlich gleich sehen. Da ist er nicht. Da ist er. Oh, da kommt wer. Bist du Diego? Da bist du ja wieder, mein Freund. Was machen die blauen Flecken? Sind halb so wild. Na dann, willst du wieder trainieren? Würde ich gern, aber... Was aber? Ich hab da so ein kleines Anliegen an dich. Groma hat mir befohlen, dich von der Insel zu vertreiben und ihm als Beweis deinen Säbel zu bringen. Tatsächlich? Wie kommt er dazu? Es ist eine Prüfung, weil ich Ivy heiraten will. Dann hast du ein Problem. Scheint so. Und was machen wir jetzt? Ich muss sowieso bald zurück nach Argan. Zeig mir, dass du was gelernt hast, dann gebe ich dir meine alte, schartige Machete für Groma. Okay, alles klar. Weißt du, warum Groma dich loswerden will? Nun, mein Freund, er hat Schulden bei mir. Wahrscheinlich deshalb. Oder schön, er wollte, ja, dass du die Prüfung auf keinen Fall bestehst. Wird Groma den Trick mit der Machete nicht durchschauen? Ach was, der war noch nie selbst hier. Schickt immer nur Oruk, seinen Diener, um Sachen von mir zu kaufen. Lass uns kämpfen. Das feige Schwein. So, komm, alter Opa. Ich zieh dir ein paar mit meinem Knüppel über den Kopf. Weil dein Schwert hält gegen meinen Knüppel natürlich mal überhaupt nichts aus, würde ich mal sagen. Zack, zack. Ja, das war's. Nicht schlecht. Ich geb auf. Ja, ist auch besser für dich. Du wirst langsam alt. Ja. Gibst du mir jetzt die Machete? Sachte, sachte, mein Freund. Erst zeigst du mir noch, dass du auch gegen jemanden bestehst, der es nicht gut mit dir meint. Und das wäre? Gegen wen soll ich kämpfen? Wenn du dem Weg hier in Richtung Meer folgst, kommst du zu meinem Boot. Dort treiben sich ein paar Goblins rum. Die hauen immer ab, wenn ich komme. Und ich bin zu faul, ihnen nachzulaufen. Erledige sie für mich. Dann bekommst du die Machete. Alles klar, Diego. Das mache ich doch prompt für dich. Das ist doch kein Problem. Erstmal noch schnell die Äpfel und die eine kleine Pflanze abgezogen und dann geht's weiter Richtung Strand und mal gucken, wie viel wir da unten haben und wie sie so schlagen, die kleinen Goblins. Ja, zwei, das ist doch machbar. Komm schon! Ich mach dich fertig, du kleiner Sack, du, ich hau dir eine von Decke. Weg. Ja, seht ihr, wie ich ausweichen kann, Junge. Zack, und auf dein, und weg. Und zack, 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 zack. Komm, bam, bam, Junge. Und du genauso. Eine links, eine rechts und immer mitten durch in dein kleines Gesicht. So, ein Apfel hat er gehabt und eine Rune der vier Winde. Da muss ich gleich mal gucken, aber erstmal noch den hier schnell looten. Ja, Money ist immer schön, Money ist immer wichtig. Und hier, ist die nicht süß. Ich kann sogar die Schildkröte durchsuchen, obwohl sie... Nee, ich glaube, die ist tot. Das ist natürlich nicht schön. Die lebt aber noch. Los, hier, komm, husch. Ich schub dich hoch. Geh ins Wasser. Hier draußen sind böse Leute. Warum ist die tot? Ich hab die nicht tot gemacht. Ich war das nicht, Leute. Ich hab die nicht angerührt. Aber erstmal schnell ins Inventar gucken. So, Ausrüstung haben wir nicht. Sonstiges, das haben wir hier. Kleine Perle. Ich denke mal, die ist bestimmt nur irgendwas wert, denn... Schriftstücke. Oh, hier die Rune. So, diese Rune erlaubt es einem, sich für kurze Zeit schneller fortzubewegen. Rechtsklick zum Benutzen. Alles klar. Kann ich auch hier irgendwie schnell bei oder so? Achso, ich würde sagen. Ja, die machen wir da rein. Das passt schon. So. Oh, guck mal, wie er loslegt, Junge. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Guckt mal, wie er sich hier ein abrackert. Das ist natürlich, kann er mal loslegen ein bisschen. Ist nicht schlecht. So, wo ist Diego? Meiner, wo bist du? Da bist du. So, alles erledigt, Chef. Ich habe die Goblins erwischt. Sie sind tot. Jetzt, mein Freund, hast du bewiesen, dass du was gelernt hast. Dann gibst du mir die Machete, oder was? Dann gibst du mir die Machete? Ja, hier ist sie. Grüß Groma von mir. Ach nein, du hast mich ja von der Insel vertrieben.
Kann auch trotzdem schön Gruß bestellen. So, mach's gut. Wir sehen uns irgendwann mal. So, dann geht's wieder zurück zu Groma, würde ich sagen. Der kleinen Ratte. Hätte ich jetzt beinahe, oder, nee, ich sag's einfach, der kleinen Feigenratte. Oh, 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 hier, komm, los. Zick, zapp, zapp, zapp und ab ist dein kleiner Kopf, du kleiner Goblin. Ja, hast du nicht mit gerechnet, dass ich hier so flink bin mit dem Ausweichen? Und dein Schild runter. Kämpf gegen mich wie ein Mann. Zack, zack, zack. Komm, los, komm. Auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Ja, so ist das schön. So, da schnell das Gold gezockt. Was haben wir hier? Da ist doch noch was. Hier ist doch noch so eine Axt oder sowas. Ja, jetzt habe ich die auf ihn genommen. Ich wollte erstmal gucken, was sie hat. Ah, sehe ich so nicht. Ah, warte mal. Hier, wo ist denn der andere hin? Wo ist denn der andere? Ich hatte hier noch einen. Da unten. Mann, du bist doch ganz schön weit gefallen, da muss ich mal so sagen. So, Inventar, der Stab, der hat 5 bloß. Naja, das bringt uns nichts. Achso, den müssen wir weggeben. Sonst hätte ich die Nacht. Ich nehme die Machete gleich mal. Naja, wir gehen erstmal wieder zurück zu Groma. Mal gucken, was er jetzt, weil er so als Ausrede hat, was wir machen sollen. Na, Mäuschen. Na komm, los, ein bisschen schneller. Ich will jetzt nicht noch den Zauberspruch benutzen. So, Gromorchen, was ist denn los? Was ist mit dem Schmuggler? Hast du ihn vertrieben? Jupp. Ich hab den Schmuggler vertrieben. Hier, der Beweis. Nicht schlecht. Freu dich aber nicht zu früh. Eine Prüfung steht noch aus. Welche? Du musst mir beweisen, dass du Ivy ernähren kannst. Also, jage 3 große, kräftige Hirsche und bring mir ihre Geweihe als Beweis. Ich habe keinen Bogen. Kannst du mir einen leihen? Nein. Du hast doch Beine und eine Machete. Zu meiner Zeit mussten wir Wildschweine mit den bloßen Fäusten erlegen. Ja, das hast du auch wahrscheinlich nie mitgemacht, mein Freund. Sehen. Ich habe Ivy gesagt, dass sie dir das Tor zum Hirschhag aufsperren soll, wenn du den Schmuggler erledigt hast. Geh einfach zu ihr. Nein, 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 nicht so eine eingebildete Geste hier. Das kann der gute Umbrotz aber gar nicht leiden. So, wo ist er denn? Ah, da ist er doch. Guten Tag, schöne Frau. Was haben Sie auf dem Herzen? Einmal Tor auf, bitte. Hat dir Diego die Machete gegeben? Ja, ich habe sie schon deinem Vater gezeigt. Was musstest du dafür für Diego tun? Ein paar Goblins töten. Das habe ich geschafft. Du hast ein paar Goblins getötet? Echt? Ja, und jetzt sind ein paar Hirsche dran. Wie willst du die Hirsche erlegen? Ich hetz sie einfach zu Tode. Das würde ich gern sehen. Du bist doch Jägerin. Kannst du mir nicht deinen Bogen geben? Geben kann ich ihn dir nicht. Das wäre gegen die Regeln, aber... ich habe ihn vorhin rein zufällig im Jagdturm liegen lassen. Dort kannst du ihn dir nehmen. Danke, Ivy. Warte, ich schließe das Tor für dich auf. Viel Spaß mit den Hirschen. Und wenn dir die Pfeile ausgehen, komm zu mir. Ich steck dir welche zu. Ganz schön gewieft, die Kleine, würde ich mal sagen. So, dann geht's erstmal weiter Richtung hier oben irgendwo. Zwischendurch werde ich mal schnell speichern, dass das auch nicht hier irgendwas oder falsch steht. So ein neuer Spielstand machen wir mal, wa? Wie machen wir das hier? Speichern. Ja, überschreiben. Danke. Sicher ist sicher. Ich möchte hier nicht 10.000 Mal anfangen, aber da machen wir erstmal wieder Goblin klatschen. Ja, weg mit euch. Zack, zack. Oh, die Schnelligkeit von meinem Charakter, die ist noch nicht so ganz gravierend bewundernswert. 1, 2, 3. Und dein Kopf ist damit Brei. So, Gold. Ich denke mal, die Waffe, die die haben, die brauche ich wieder nicht mitnehmen. Aber wahrscheinlich die gleichen Werte haben wie vorher schon. Und mir somit dann auch nicht viel bringen. Aber hier oben ist die Hütte.
So, da haben wir den Bogen. Du kannst einen Bogen ja. Du hast einen Bogen erhalten. Drücke 2, um den Bogen auszurüsten. Halte die Angriffstaste gedrückt, um ihn zu spannen. Und lasse los, um zu schießen. Je länger der Bogen gespannt wird, desto mehr Schaden wird im Falle eines Treffers verursacht. Der Bogen muss eine Mindestdauer gespannt werden, damit ein Schuss möglich ist. Alles klar. Hat er verstanden. So, dann einmal Treppe hoch. Ich glaube, von hier oben habe ich eine bessere Übersicht. Was ist das? Almas Beste. Ach, die gute Alma, weil da ist auch überall. Die wird man nicht los, ne? So, da habe ich einen Hirsch. Dann drücken wir mal die 2. Und einmal gespannt. So, mal gucken, ob der Bogen auch... Oh, der ging aber daneben. Einmal hoch. Oh, kann aber nicht wahr sein. Wieso treffe ich ihn nicht? Stell mich gerade zu blöd an? Jetzt. Ich habe eigentlich gedacht, wir müssen eine Flugbahn mit einberechnen oder sowas. So, gucken wir uns mal schnell nochmal um hier.